Der kalte Herberger gilt ja in weiten Teilen der Eifel als Ostfriese unserer Gegend. Völlig zu Unrecht, finde ich. Vollkommen zu Unrecht. Ganz im Gegenteil. Der kalte Herberger hat zum Beispiel eine wahnsinnige Cleverness. Das habe ich wohl. Glaubst du nicht? Ja, da passen sie ab. Ja. Kann ich nur noch mal wiederholen. Der kalte Herberger ist grundsätzlich ein sehr cleverer Typ. Habe ich ein kleines Beispiel. Da war ein Höfener, der hatte einen Job bei irgendeiner Firma in Imschenbruch. Weiß ich nicht. Jeden Tag muss er da hin, um 8 Uhr anfangen. Dann so einen 9-to-5-Job, sagt man ja heute, habe ich kürzlich gehört. Finde ich ganz fantastisch. 9-to-5, wusste ich ja nicht, was das sein soll. Also früher sagte man einen 8-Stunden-Tag. Jedenfalls hat er da so einen super Job. Und aber jeden Tag, über die Jahre hinweg, ist schon jahrelang gehen. Und dann dachte er sich eines Tages, Mensch, es müsste doch mal möglich sein, dass ich mir mal ein paar Tage Sonderurlaub rausschinde. Aber wie soll ich das machen? Grübel, 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 grübel. Und dann dachte er auf einmal, ich glaube, ich habe es. Ich mache einen auf überarbeitet, weißt du, so psychisch krank, was man heute so Burnout nennt. Ne? Das kannte mir ja früher ja nicht, Burnout, das Wort, das habe ich erst vor ein paar Tagen, habe ich das erst kennengelernt, Burnout. Ne? Aber der Eifler, wie er so ist, wir Eifler, wir machen uns ja gern bei neuen Wörtern, dann versuchen wir uns das zu merken und zimmern uns selber so einen Vierzeiler zurecht, habe ich auch gemacht, hier, pass auf, um zu verstehen, was ein Burnout ist. Und zwar voll einer Vierzeiler, wer beim Chinesen sich mal richtig fett was traut und löffelweise Sambal Oleg in sein Essen haut, spürt morgens auf dem Klo an eigener Haut schmerzhaft, was genau das ist. Burnout. Ne? Und da weißt du, ne? Kannst du dir merken. Weißt du auch, was Burnout ist. Jedenfalls fing er an zu überlegen, ich mache einen also Burnout hatte er ja noch nicht das Wort, auf psychisch überfordert, so psychisch krank, überfordert, total überarbeitet, nicht mehr in der Lage, zur Arbeit zu gehen. Aber wie soll ich das jetzt wieder hinkriegen? Fing er wieder an zu grübeln. Hat er auch schon wieder eine Idee. Und zwar packte er ein dickes Seil in seine Aktentasche, ging morgens ein bisschen früher zur Arbeit und er wusste oben an der Decke im Büro, da war so ein dicker Haken, wo immer der Adventskranz hinkam, ne? Um für den Adventskranz festzumachen, wie der Eifler sagt. Und da, ist immer sehr stabil, da schlang er, band er das Seil drum, sich selbst unter den Schultern durch, im Hals wäre ein bisschen gefährlich gewesen. Jetzt hing er da oben unter der Decke, ne? Verstehst du? Jetzt kam seine Kollegin, jetzt kommt das Thema, eine kalte Herbergerin, kam rein und sagt, hä? Was machst du denn? Wieso hängst du denn? Und da erklärt er ihr, was dahinter steckt. Und sagte zum Schluss, psch, noch nichts verraten, nichts verraten. Nee, sagte sie, ich sag nichts. Da kommt der Chef rein und sagt, was denn jetzt los? Wieso hängen Sie denn da oben unter der Decke? Und er, ich bin eine Glühbirne, ich bin eine Glühbirne. Um Gottes Willen, sagt der Chef, Sie sind ja völlig überarbeitet, der Mann ist ja krank, Sie sind ja psychisch krank, um Gottes Willen, da rückt mir die Gewerkschaft noch hier auf den Pelz, das kann ich mir nicht leisten, das kann ich nicht verantworten, kommen sofort da runter, um Gottes Willen, mein Gott, das ist ja ganz schlimm, gehen sofort nach Hause, packen Ihre Sache, gehen nach Hause, ruhen sich aus die ganze Woche, und wenn am Montag nicht besser ist, dann bleiben Sie die Woche auch noch, um Gottes Willen, ich kann das nicht verantworten, okay, der Höfner kommt runter, packt seine Sachen zusammen und geht nach Hause. Und denkt noch unterwegs, mein lieber Mann, das hat aber prima geklappt. Ja, und die kalte Herbergerin, seine Kollegin, die packt jetzt auch ihre Sachen zusammen und macht auch Anstalten zu gehen. Und da sagt der Chef, wieso wollen Sie denn jetzt auch gehen? Und sie, im Dunkeln kann ich nicht arbeiten. Wie sagt meine Oma schon immer, et kött wie et kött. Also, bis noch die Räne da. Euer Jupp Hammerschmidt.